Oh, es ist so lange her. Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, eure Lemmingwanz, und ich heiße euch heute alle wieder herzlichst willkommen zu einer weiteren Runde Champions of Mordor. Heute geht's in die erste Runde der Tryouts für die Rekruten. Wir hatten das früher schon mal gehabt, heute wollen wir es fortsetzen für tatsächlich die bald anstehenden auch wieder Stammeskämpfe. Das bedeutet, die Stämme werden wieder ihr Aufgebot machen. Es werden neue Krieger, es werden alte Krieger dazu stoßen. Mal gucken, wer sich dann tatsächlich nochmal dafür qualifiziert. Vor allen Dingen die Neulinge müssen sich natürlich auch ein bisschen beweisen, ne? Seitdem sind natürlich auch viele, viele Uruks gestorben. Durch Champions of Mordor natürlich. Und ja, mal gucken, wer dieses Jahr dabei sein wird. Als zunächst einmal haben wir hier in der einen Ecke Ulisak, der Oger, gegen Horzager, den Kämpfer. Die beiden vom Marodeurs-Stamm wollen heute den Auftakt machen. Und das dürfen sie natürlich auch, ne? Es ist schon ein bisschen back to the roots, immer wieder Champions of Mordor. Naja, im Gegensatz zu dir schon, ne? Boah, ich muss mal kurz was trinken, ey. Es ist so warm. Niemand kann mich besiegen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also wir haben jetzt hier natürlich einen Zerstörer dabei, der einen großen Vorteil dadurch besitzt. Durch seine Minen kann er hier ordentlich was ausrichten. Auch mit seinem Karagor kann er den Abstand zu den Ambrosschützen gut verkürzen und sie besiegen, während seine eigenen Männer den Olok hier, sag ich jetzt mal, ein bisschen zurückhalten. Bis jetzt noch nicht viel passiert zwischen den beiden. Der Oger kloppt jetzt ganz schön auf den Karagor ein, schafft es nicht, das Vieh umzubringen. Naja, ist halt so. Bringt lieber seine eigenen Leute um. Es regnet sogar ein bisschen. Es regnet. Und gekonnt daneben geschossen. Aber der Schlag, der trifft. Klatsch. Ulisak hat den Masse, den Größe, den Stärke. Na gut, der Stärke ist ein Vorteil, würde ich jetzt nicht sagen, weil Horza hat natürlich große Stärke. Er ist ein kräftiger Kerl. Das darf man nicht unterschätzen bei ihm. Er ist schneller, er ist der wendigere Gegner. Aber er muss hier gegen einen wahrhaftigen Hünen antreten. Vom Kraftvorteil ist natürlich, kann man jetzt bei beiden nicht wirklich reden, wegen halt der großen Stärke, und das andere ist halt ein Olok, ne? Und wir merken, wie Ulisak das Geschehen hier dominiert, ja? Horza ist, macht seinem Namen als Kämpfer alle Ehre, greift immer wieder an, das gefällt mir ziemlich gut an ihm. Man muss wirklich sagen, er ist ein Kämpfer, der hat Bock, der hat wirklich Bock zu ballern. Nur leider, es fehlt ihm wirklich die Kraft gegen diesen Olok, der natürlich auch den Level-Vorteil hat. Es ist zwar nur ein Level, aber wir wollen ja hier nicht Lappen haben, wir wollen nicht welche haben, die sich hinter ihrem Level verstecken, und deshalb wird hier der Kopf abgerissen. Ulisak holt sich den ersten Win des Tages und auf geht's in die nächste Runde. Oh, Ronk, der Grogbrenner, kämpft nun gegen Muzu, den Verwüster. Mal schauen, wie die beiden sich gegeneinander schlagen werden und wer hier aus dem Match hervorgehen wird. Wir haben einmal einen Meisterschützen gegen einen Bestienmeister. Daher sehe ich tatsächlich Muzu, den Verwüster, ein wenig im Vorteil. Ich wusste gar nicht, dass der verrückt ist. Wusste ich echt nicht. Naja, egal. Mal schauen, wie die beiden. Natürlich, Karagor bieten natürlich dem Bestienmeister einen guten Vorteil dadurch, dass er den Meisterschützen dadurch ablenken kann. Das darf man nicht unterschätzen. Die Bombe ist gekonnt daneben geschmissen worden, aber egal. Das war ein guter Treffer, ein wichtiger Treffer. Und er setzt hinterher, das ist wichtig. Er killt seinen eigenen Karagor, setzt ihn in Brand. Das war ein Konterschuss direkt in den Kopf. Wow, also Muzu, der dominiert hier gerade das Geschehen. Nicht zu vergessen, die beiden sind jetzt, der eine Karagor ist längst tot. Gut, die Bombe war jetzt wichtig, aber es gibt nochmal einen Schuss zum Kopf. Muzu ist ein verdammt guter Kämpfer, möchte ich sagen. Jetzt kriegt er aber auch sein Fett weg. Er kriegt mehr Schaden. Und jetzt noch einen nächsten. Und zack, er hat vielversprechend angefangen. Aber Ronk, der Grogbrenner, holt sich den Win. Auf geht's in die nächste Runde. So, die nächste Runde bricht an. Abaruk von den Höhlen kämpft nun gegen Maku, den gehörnten Herrscher. Mir fällt gerade auf, wir hatten doch zwei Orlocks in dem... Oder haben zwei Orlocks hier in dem Turnier. Was habe ich denn vorhin für einen Scheiß geschwätzt? Naja, egal. Wir haben viele, die nicht mehr ganz sauber sind. Das ist so geil, dass er diesen Knochen da hat. Mal gucken, wie der sich durch... Ich muss noch mehr Maden töten.
Ah ja, gut, dann mach hin, ne? Dem fehlt sogar ein Bein, merke ich gerade. Oh ja, da gab es den ersten Schlag. Zwei Zerstörer kämpfen gegeneinander. Erbauung von den Höhlen. Hat jetzt hier auch den am meisten, also Schaden schon ausgeteilt. Er kriegt zwar ein paar Schläge mehr, aber er macht dafür mehr Schaden. Und jetzt nochmal eine Bombe im Bumskier hinterher, das ist schön. Und das hat ihn auch noch ein bisschen ausgenockt. Krass, aber die Elite-Orlocks von Maku, die retten ihn gerade, ohne Scheiß. Also Maku macht bis jetzt noch nicht viel. Weniger, der macht gar nichts eigentlich. Der lässt seine Männer das hier für sich erledigen. Das bringt nichts bei dem Kerl. Maku, es bringt nichts. Du musst dem auf die Fresse geben. Aber richtig, deine Männer werden über kurz oder lang werden sie fallen. Da gab es den ersten Schlag. Und noch einmal, sehr gut ausgewichen von Maku. Maku hat jetzt erstmal richtig, der hat gut Schaden gemacht. Da gibt es den nächsten, sehr gut. Maku, der ist flink unterwegs für einen Einbeinigen. Ey, lecko mio. Das bringt nichts, Maku. Gegen Orlocks hilft deine Spezialfähigkeit nichts. Aber dem seine Orlocks, die könnten hier echt matchentscheidend sein. Oha. Die Feuer-Orlocks von Maku, dem gehörnten Herrscher, fangen Feuer wie Streichhölzer. Mal gucken, wie Maku sich jetzt weiterschlägt. Bis jetzt hat er ziemlich gut was vorgelegt. Wenn er was macht, dann macht er es richtig. Aber er muss erstmal was machen. Er muss erstmal Käffchen trinken, danach muss er kurz aufs Scheißhaus. Und dann, wenn er dann Bock hat, dann fängt er an. Und dann wird's gut. Aber ich muss echt sagen, also wer so cool gegenüber so einem Ochsen ist, ey, ohne Scheiß. Der wird auch kurz pinkeln gehen, wenn Godzilla das Dixie-Klo abreißt. Und da gab es den richtigen Bumsschlag von Abaruk von den Höhlen. Das war wichtig, aber gut ausgewichen wieder von Maku, dem gehörnten Herrscher. Das stinkt doch nach einem Finisher. Maku, oh, doch nicht. Aber er hat den wesentlich größeren, stärkeren Krieger ausgenockt. Tja, Erfahrung ist eben auch schon was, ne? Auf geht's, nächste Runde. Der Bezauberte kämpft nun gegen Noruk, den Schönen, in Anführungsstrichen, ne? Die beiden wollen sich jetzt mal heute wieder gut eins auf die Fresse geben. Mal gucken, wer es packt, ne? Zeit für eine Kampfstudie. Mann, der ist so hässlich, Alter. Der war gut, dass ich ihm in die Fresse gehauen habe. Die haben dieselben Stimmen. Fällt mir gerade auf. Mal gucken. Der Fährtensucher gegen den... ich glaube, ein Kommandant ist es. Krimp hält ordentlich was aus, hat auch sehr, sehr viele Schlachten mitgemacht. Ui, jetzt ist er erzürnt. Alles klar, läuft. Er hat den Karago ausgeschaltet. Jetzt killt er auch noch die Truppe von Noruk dem Schönen und hat ihm auch noch eine mitgegeben. Noruk hat ihn jetzt auch erwischt. Aber Krimp, der bewegt sich grazil wie eine Meeresbrise, ne? Da schlägt er nochmal ausgewichen. Wahnsinn, da geht's gerade wieder rein. Der Rückhandschlag, Wahnsinn, gute Sache. Aber Krimp, der ist ein Kämpfer, der kann was. Und zwar richtig, der zieht hier den aber auseinander. Wahnsinn. Nicht schlecht. Auf geht's in die nächste Runde für unseren Krimp. So, Ronk, der Grogbrenner, kämpft nun gegen Urlisak, den Oger. Mal gucken, wer jetzt hier aus dem Match erfolgreich hervorgeht, ne? Also, das muss man ja auch fragen. Das kann natürlich auch nach hinten gehen. Okay. Beide haben gute Matches abgeliefert. Auf jeden Fall Urlisak natürlich sehr dominant gekämpft. Der Bestienmeister hat gezeigt, dass wenn er mal den Faden hat, er den Faden aufnimmt und ordentlich was austeilen kann. Er muss natürlich erstmal dazu kommen. Er muss... Oh ja. Oh ja, das sah schon gut aus. Er hat einen guten Treffer gelandet. Er muss auch so einen guten Treffer. Er muss aufhören, die ganze Zeit Scheiße zu machen. Die Karagor sind natürlich ein gutes Metal jetzt gerade. Er hat natürlich auch die Fluchwaffe. Gegen das ist natürlich der gute Urlisak nicht gefeilt. Und er hat zwar beide Karagor besiegt, aber da gab es nochmal einen Bömskir. Wahnsinn. Und er hält ihn auf Abstand. Das ist sau gut, aber jetzt... Oh nee, das ist immer noch sehr gut. Er macht es sehr, sehr fein. Sehr, sehr gut. Aber Urlisak, wenn der einmal anfängt, der hat jetzt den Abstand verkürzt. Das ist ein absolut schwierigerer Gegner, als er den vorher hatte. Und da gibt es aber eine Schelle und dahinter her. Ich glaube, das war's schon für Ronk. Klatsch und Ronk ist aus dem Rennen raus. Übel, übel, übel ist der Junge unterwegs. Wahnsinn, auf geht's. Damit steht er im Finale.
Maku, der gehörnte Herrscher, kämpft nun gegen Krimp, den Bezauberten. Mal schauen, wer von beiden hier siegreich aus dem Matchup herausgehen wird, ne? Je nachdem, egal welcher von beiden, wird natürlich das Level auf das von Ulisak angehoben. Mal schauen, wie die beiden sich jetzt gegeneinander schlagen, weil das wird interessant, ich sag's euch. Beide haben ihren eigenen Stil. Die Erzürnung von Krimp darf man nicht unterschätzen. Und die daraus herausging, oha. Aber Marco, der hat natürlich auch Nehmerfähigkeiten bewiesen, aber er muss natürlich auch mal was zeigen. Und natürlich auch, dass er gut ausweichen kann, aber und halt gut mit seinen Männern zusammenarbeiten kann. Teamwork ist bei ihm alles und er nutzt die Gelegenheit, die Verwirrung, und um Krimp eine auszuwischen. Jetzt muss er natürlich ein bisschen was zeigen. Er lässt eine Bombe los gegen Krimp. Das ist ein großer Vorteil. Er kann Bomben ein. Aber Krimp, der dreht sich um und haut ihn gerade direkt in die Hals. Ich weiß nicht, was für eine Sehne da für eine Scheiße ist. Aber es sieht schmerzhaft aus. Und Krimp hat ihn jetzt schon in den Finisher-Modus gebracht. Mal gucken, ob es da was gibt gleich. Aber er kämpft weiter. Aber nee, mit einem Aufwärtsschlag tötet Krimp Maku, den gehörnten Herrscher, und holt sich den Sieg. So, mal gucken, wie er sich nun mit Ulisak gegen Ulisak anstellt. Oder? Ja, der Ogre, ne? Auf geht's. Weiter. Nächste Runde. Ogre kämpft nun gegen Krimp, den Bezauberten. Mal schauen, wer von beiden hier siegreich hervorgehen wird aus dieser Schlacht. Es wird dreckig, ich sag's euch. Die hübschen Rüstungen werden heute beschmutzt, und zwar ohne Ende. Zeig mal, was du kannst. Die haben ordentlich heute gekämpft, das muss man echt sagen. Beide haben sich hier heute wirklich bewiesen und haben sich auch ihre Level ordentlich erkämpft. Das muss man ganz ehrlich mal sagen. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und ich bin echt gespannt, wie jetzt das Finale vonstatten gehen wird. Krimp lässt ein paar Momente aus, in denen er ordentlich Ulisak eine hätte draufgehen können. Er macht nichts. Er macht gar nichts. Er steht direkt neben dran. Und er hat sich und macht gar nichts, ne? Er lässt seine Orlocks hier die Sache für sich übernehmen. Krimp feiert sich schon so ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Und Ulisak, irgendwie scheint er ein bisschen müde zu sein. Krimp, du kannst auch was machen, ne? Also so ist es ja nett. Er macht aber gar nichts. Er zeigt nochmal, dass er noch mehr will. Er sieht schon bald aus wie ein Igel. Und Ulisak wird von allen Seiten, also beide Champions hier, fangen hier ziemlich schwach an, muss ich mal sagen. Also so beide, die wollen eher mal zeigen, was ihre Nehmerfähigkeiten so angeht. Und Ulisak hat jetzt mal einen vernichtenden Schlag rausgebracht. Krimp sollte mal anfangen, jetzt hier mal jemanden umzubringen, ne? Krimp, wie wär's, wenn du jetzt mal anfängst, Alter? Meine Fresse, noch länger hältst dein Orlok hier nicht mehr durch. Habe ich so das Gefühl. Ah, der macht es schon, ne? Meine Fresse, die nehmen die Zeit von der Uhr, die zwei Deppen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie diese Schlange. Also, guck mal hier, der macht gar nichts. Beide, aber auch beide nicht. Wahnsinn. Das war jetzt die erste Aktion, die er gebracht hat. Und die hat nichts gebracht. Außer, dass er den Abstand nochmal zu einem Armbrustschützen vergrößert hat. Also hat ihm gar nichts gebracht. Ne? Er steht weiter vor ihm. Man muss es sich mal geben. Sein gesamtes Gefolge ist tot. Er ist jetzt nochmal ausgewichen der brutalen Pranke von Ulisak, dem Ogre. Der steht direkt hinter ihm und irgendwie scheint es beiden nicht ganz zu interessieren, was jetzt hier gerade abgeht. Gekonnt daneben gehauen, jetzt hat er endlich mal getroffen. Jetzt merkt Krimp, dass er ranfangen muss und jetzt, oh, jetzt ist er aufgewacht, Wahnsinn. Und er hat ihm in den Ranzen gestochen. Und weiter geht's gerade, der macht weiter hier, der hat Bock, der Junge. Gegen den riesen Ogre, der hier ordentlich was gezeigt hat. Wahnsinn, da geht's gerade weiter, Wahnsinn. Ulisak schon im Finisher-Bereich und zack, Ende im Gelände. Krimp mit einer hervorragenden Arbeit von dem jungen Mann hier.